Herzlich willkommen heute im Podcast. Heute habe ich zu Gast Kira Stein. Sie ist 33 Jahre alt, sie kommt aus Düsseldorf. Sie ist in Russland geboren, lebt seit 7 Jahren in Deutschland. Sie ist selbstständige Videografin seit 2016 und macht Hochzeitsvideos und Imagefilme. Sie gibt Workshops und bietet auch sogar Coachings an für Videografen, die schnell besser werden wollen. Aktuell hat sie auf Instagram über 25.000 Follower und sie sagt selber, sie bringt gerne Menschen zum Weinen. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, Kira. Danke, danke für die Einladung. Gerne, gerne. Fangen wir direkt an mit den 3 Kategorien Persönliches, Ausrüstung und Marketing. Persönliches, wenn dich jemand fragt auf der Straße, sag mal, Kira, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich sage, ich bin Videografin und dass ich Videos mache, Hochzeitsvideos und Imagefilme meistens, auch Events und so weiter. Also ich versuche da meinen Beruf nicht irgendwie auszuschmücken. Für mich ist die Videografie das, was ich mache. Unter Film verstehe ich auch diese langen Filme. Oder sie müssen auch nicht lang sein, sondern als Film bezeichne ich halt, wenn man so eine Idee im Kopf hat und diese Idee umsetzt vom Anfang an bis zum Schluss, das ist ein Film. Das kann auch ein Kurzfilm sein. Aber da ich mich meistens mit Hochzeitsvideografie beschäftige, ich empfinde, also wir machen ja eine Reportage und eine Reportage bedarf keine Idee. Also deswegen finde ich, es ist eher ein Video. Deswegen sage ich einfach Videografin. Aber es ist mir auch nicht so wichtig, also diese Bezeichnungen. Ich finde, unter Videografin lässt, also man findet ja auch im Internet, googelt eh nach Videografen und das ist mir wichtiger. Und es ist auch einfacher für die Leute zu verstehen, was ich mache, wenn ich Videografin sage. Manche fragen natürlich auch, was Video, was Grafin? Ich sage ja, wie Fotografin, aber Videografin, weil ich Videos mache. Ne? Und also Videografin. Was gefällt dir denn an der Videografie am allermeisten? Ja, alles. Also eigentlich vom Anfang an ein Treffen, also das Treffen mit Menschen, auch die Möglichkeit für die Leute, was Gutes zu machen. Und auch, du hast einen Snapshot gemacht. Ja, ich habe hier irgendwas, ich wollte es größer, Entschuldigung, ich wollte es größer machen, auf einmal kam ein Foto, ich habe letztes Mal schon falsch geklickt hier, das ist ja, Entschuldigung, ich wollte ihn rausbringen. Was macht er da? Ja, genau, der macht Fotos von mir. Genau. Und ja, mir gefällt auch, Videoaufnahmen zu machen und der Schnitt gefällt mir auch. Also eigentlich alles. Natürlich, das Leben einer Selbstständigen ist auch nicht so einfach. Ne? Steuern zu machen macht keinen Spaß oder Steuern zahlen macht auch keinen Spaß. Macht auch keinen Spaß. Aber es hat nichts mit Videografie zu tun. Ne? Diese Probleme hat jeder Selbstständige. Ja, und ja. Vor du denkst dir ja auch beim Zahlen, ey, das habe ich doch verdient. Wieso soll ich denn jetzt die Hälfte davon abgeben? Hier, ja, genau, wenn es schon auf deinem Konto liegt, dann du musst es halt abgeben. Dann, wie so ein kleines Kind. So, nein, ich will nicht. Ja, es ist ja, halt das, ganz normale Angestellten bekommen ja das nicht auf dem Konto. Ne? Deswegen müssen sie auch nichts abgeben. Natürlich haben sie auch so einen Teil abgegeben, aber sie spüren das nicht. Und bei uns ist es halt so ein bisschen schwieriger. Wann wurde es denn bei dir professionell eigentlich mit der Videografie? Wo du sagen würdest, okay, jetzt würde ich sagen, das ist jetzt nicht mehr Amateur, jetzt wurde es professionell. Wann war das ungefähr bei dir? Ja, vom Anfang an. Ja. Also, ich erzähle mal kurz, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Ich habe eigentlich Biologie studiert. Ich bin Biologin vom Beruf und ich habe auch schon ziemlich früh angefangen zu fotografieren, so zum Spaß. Und es hat mir auch, es ist mir auch ziemlich gut gelungen und hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich eine Kamera geschenkt bekommen mit einer Videofunktion und ich habe dann versucht, Videos aufzunehmen. Und das war ja, ich war noch an der Uni, als das passiert ist. Und ja, ich habe dann einfach mal versucht, irgendwann in einem Urlaub ein Video zu machen.
Und dann habe ich daraus so ein kleines Video geschnitten. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Und dann irgendwann Ende 2015 war ich als Gast auf einer Hochzeit. Ich war ja der Onkel Bob dann. Kennst du dann diese Bezeichnung, ne? Ja, ja. Mach mal hier Video. Du kannst das ja. Ja, ja. Ja, genau. Also deswegen kann ich ja auch mit Onkel Bobs auch ziemlich gut mitfühlen, weil ich auch selbst genauso Foto- oder Video begeistert war. Ja, also sie hatten, das Brautpaar hatte einen Fotografen und ich habe dann auch so ein paar Fotos nebenbei geschossen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sie haben ja keinen Videografen, deswegen kann ich jetzt mal einfach so ein paar Videoaufnahmen machen. Das habe ich dann gemacht und dann am Ende ein Video so von 20 Minuten geschnitten. Dann haben wir dieses Video mitgenommen, zu diesem Brautpaar gefahren, haben es gezeigt und sie haben auch geweint und das war so toll und schön. Natürlich war das Video verwackelt, weil ich aus der Hand gefilmt habe. Ich wusste ja auch, dass es so wird. Aber trotzdem, sie haben sich riesig gefreut und dann habe ich ja auch dieses Feedback bekommen, halt dieses Gefühl, ne, wie schön es ist, irgendwas für die Leute zu machen und nicht irgendwie, wenn du im Büro arbeitest, hast du dann kein Feedback. Ne? Du arbeitest, machst irgendwas, ne, und es passiert nichts. Und in der Videografie, genau das ist, was mir auch gefällt, dass man diesen Feedback bekommt, einen direkten Feedback und macht irgendwas für die Leute. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, also da war auch mein Studium fertig und ich habe ein Masterstudium gemacht und habe mir gedacht, okay, also ich muss jetzt entweder einen Job suchen oder mich selbstständig machen. Ich wusste damals noch nicht, ob ich jetzt mal mich in die Fotografie oder Videografie vertiefen wollte, weil mir eigentlich beides gefallen hat. Aber dann habe ich nach Jobs gesucht und habe festgestellt, dass man als Master in der Biologie nichts zu suchen hat. Man braucht eine Promotion und das würde heißen noch 7, 8 Jahre. Okay. Genau, und ich war damals schon 30. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt mal fertig bin und so richtig Fuß gefasst habe in diese in die Wissenschaft, dann bin ich schon 38 oder so. Und das klang sehr alt. Und ja, und mein Interesse war ja da, aber man hat ja immer dieses Risiko, ne, ob das jetzt mal klappt oder nicht klappt und ob es mir überhaupt gefällt, wenn ich das professionell mache. Ja, und dann habe ich mir ein Jahr gegeben, einfach mal zum Versuchen. Ich habe gedacht, okay, ich kann jetzt mal ein Jahr versuchen, mich als Videografin, ich habe mich für die Videografie entschieden, selbstständig zu machen. Und wenn es klappt, kann ich es weitermachen. Wenn es nicht klappt, kann ich dann immer noch nach einem Jahr halt zurück in die Wissenschaft gehen und da irgendwas versuchen. Ich habe gedacht, ein Jahr ist ja nicht so eine lange Zeit, sodass man da keinen Job mehr bekommt. Genau, und dann habe ich auf Facebook eine Braut gefunden und habe vorgeschlagen, ein Video zu drehen, kostenlos. Das habe ich dann gemacht und die Braut war auch so nett, dass sie dann dieses Video auch in dieser Gruppe gepostet hat. Das kann ich eigentlich auch jedem weiterempfehlen. Es gibt viele Bräutegruppen auf Facebook. Aber viele auch nur für Frauen. aber nicht alle, ne? So, die größten sind für alle. Und sie hat sie auch dort gepostet und durch dieses Video, das war April 2016, durch dieses Video habe ich dann 2016 voll bekommen. Durch dieses eine Video. Genau, also ich habe eigentlich direkt angefangen, es professionell zu machen. Ich kann auch nicht sagen, dass dieses erste Video, also ich habe, ich wollte neulich beim Workshop den Leuten auch dieses erste Video zeigen und sagen, okay, so da war ich und hier bin ich jetzt, ne? Und ich habe mir dieses Video angeschaut und muss sagen, dass es eigentlich nicht so schlecht ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es schlecht war. Also ich habe da schon viel gelesen, recherchiert und so weiter. Also ich habe schon auf einem ziemlich guten Niveau gestartet, muss ich sagen. Ne? Und ja, so lief es auch weiter. Ne? So, da bin ich auch geblieben. Wenn ich jetzt jemand anders fragen würde, was machen denn Kiras Videos so besonders? Was würde der mir sagen? Die Atmosphäre. Also ich höre immer wieder von Menschen, die sagen, dass man die Atmosphäre in meinen Videos spürt. Also das ist wirklich nicht mein Wort, sondern das, was ich immer wieder höre.
nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch so bei Events oder ja, bei Events auch. Deswegen kann ich da nur zustimmen. Dann, was macht sie besonders? Ich lege auch viel Wert auf Tonaufnahmen, das heißt auf so ein Eheversprechen. Und wenn das Brautpaar auch kein Eheversprechen macht, dann versuche ich auch, dass sie das, also halt zum Beispiel in der Kirche, wo man es nicht macht, ne, oder nicht darf oder nicht möchte oder sich auch vor den Leuten scheut, dann machen sie das alleine irgendwo draußen. Also ich finde es schon wichtig, dass sie irgendwas Persönliches sagen. Ich fand es immer toll und jetzt zur Zeit, glaube ich, alle Hochzeiten, die ich für 2018 gebucht habe, sind jetzt mit einem Eheversprechen oder sowas. Also ich bekomme schon Kunden für das, was ich anbiete. Natürlich, es braucht halt Zeit, ne? Und dann irgendwann am Ende, wenn man nur das im Portfolio hat, was man so haben möchte, dann kommen auch so Kunden dafür, die das auch halt machen wollen. Und genau, also so ein Eheversprechen. Was noch? Ja, das Weinen, ne? Also das ist wirklich die Emotion, die ich erzeugen möchte. Die kann ich auch, also das kann ich ziemlich gut, ne? Einfach, ja, es klappt halt einfach gut, ne? Also so, dass, wenn man sich dieses Video anschaut, dass einem dann ein paar Tränen fließen, das mache ich gerne, deswegen sage ich ja auch, dass ich gerne Menschen zum Weinen bringe. Finde ich einen sehr coolen Aufmacher, ja. Also das ist auch allein dein Alleinstellungsmerkmal, würdest du von dir selber sagen, dein USP, dass du Leute zum Weinen bringst? Oder wie würdest du das so beschreiben, dein USP? Ja. Ja, genau. Okay, cool. Wie bildest du dich denn selber weiter? Ja, ich bilde mich ständig weiter. Also nicht nur im Bereich Videografie, sondern im Bereich Marketing, Texte schreiben. Ne? Es ist, du hast es schon erwähnt im Vorgespräch, ne, war das, dass ich Texte schreibe auf Instagram. Und es ist nicht einfach. Ich bin nicht der Mensch, der irgendwie so aus dem Kopf immer einen Text raushauen kann. Und es ist auch schwieriger für mich, weil Deutsch eine Fremdsprache für mich ist. Ich kann mich da nicht so schön ausdrucken. Ich rede in einfachen Sätzen und schreiben kann ich auch nur in einfachen Sätzen. Aber ich glaube, in unserer digitalen Welt ist es auch nicht so schlimm jetzt. Also das ist verständlich für jeden. Genau. Komplizierte Sätze will eh keiner. Ja, aber es ist ja halt nicht so, dass ich jetzt mal für jedes Wort irgendwie 10 Synonyme im Kopf habe, ne? sodass ich dann mich so unterschiedlich ausdrücken kann. Ne? Manchmal hab ich nur ein Wort im Kopf und ich möchte es halt einfach anders irgendwie formulieren, aber ich kann nicht. Ne? Aber ich habe vorhin schon gesagt im Vorgespräch, Kira, ich finde dafür, dass du erst so kurze Zeit in Deutschland bist, sprichst du sehr gut Deutsch und auch das, was du mir geschickt hast, diese Kurzbio, das meintest du vorhin mit dem Schriftbild. Also da war grammatikalisch war da alles richtig. Da hätte ich jetzt schlimmere Dinge erwartet. Wenn ich jetzt seit 7 Jahren in Russland wäre, also da, wenn ich das andersrum sehe, oh Gott, also deswegen Hut ab. Das ist also wirklich von der Grammatik und so machst du das sehr gut, wirklich tipptopp. Genau. Was macht denn, ja, Entschuldigung? Ja, ich war noch nicht da. Was war die Frage jetzt nochmal? Die Frage war, wie bildest du dich weiter? Ja, genau. Und ja, ich belege auch Workshops und Kurse. Normalerweise sind das russische Videografen und Fotografen, weil in Russland es einfach so viel mehr gute Videografen gibt. Es ist halt, in Deutschland ist es so, dass Hochzeitsvideos ziemlich neu sind und kein Muss. Und in Russland ist es immer schon ein Muss gewesen. Deswegen gibt es super viele, super gute Videografen, die auch Workshops anbieten, also Online-Workshops. Und deswegen, ich freue mich riesig, dass ich da auch die Möglichkeit habe, im russischen Umfeld auch Informationen zu bekommen, weil es einfach so viel mehr ist als in Deutschland. Das ist so. Ich vergleiche das immer mit Amerika, was da, also genau. Da ist, für die ist das, wie du das sagst, in Russland, glaube ich, genauso Standard, wie, ja,
Da ist das ja mehr genau. So Movie, da ist das so, ja logisch Movie, also keine Hochzeit, ohne dass es gefilmt wird. Also. Genau. Also ja. Meine Schwester hat vor 12 Jahren geheiratet und sie hatte keinen Fotografen und sie hatte einen Videografen. Ja. Also eigentlich ist das der Standard. Also Fotografen gibt es ja auch jetzt auch bei jeder Hochzeit, aber Videografen auch. Mhm. Genau. Und dann, ja, ich habe auch einfach super viele Bücher, die ich immer kaufe über Marketing, über Social Media, über Texte schreiben, wie gesagt, über alles. Also eigentlich gibt es super viele Möglichkeiten und ja, ich lerne einfach immer was Neues dazu. Ja, ich habe auch ziemlich coole Bücher. Ich suche gerade eins, das habe ich, glaube ich, verliehen. Das heißt, Webtexte richtig schreiben, das ist auch richtig geil. Nee, digital und nee. Das kann ich dir sehr empfehlen. Das ist super cool, wie man da vernünftig einen Text aufbaut, dass man den zum Beispiel als Blognachricht oder als Beitrag vernünftig verfassen kann, dass die Leute den auch zu Ende lesen. Also ist sehr, obwohl ich mehr so der, ist so nice to know, aber ich bin mehr so der, ich möchte lieber ein Video machen, weil es ist einfacher zu konsumieren und da muss ich das nicht alles lesen. So. Ja, es ist so, aber wenn wir zum Marketing kommen, dann spreche ich auch da. No, sag ich auch. Okay, machen wir weiter. Gut, dann schieben wir das da hinten, machen wir einfach weiter. Was macht denn deiner Meinung nach ein Video unvergesslich? Oh, die Emotion, glaube ich. Ja, also, man spürt die Emotion. Es ist auch genauso wichtig, auch in Werbevideos zum Beispiel, nicht das Produkt darzustellen, sondern einfach eine Emotion zu wecken, die man spürt beim Anschauen dieses Videos. Und dann wird man dieses Produkt auch kaufen, weil ja, man zeigt, wenn man so irgendwie ein Fernsehen in der Werbung sieht. Ne? Man zeigt normalerweise wie eine Familie oder so ein Sofa, ein Couch, ne, sagen wir mal. Wenn da die Familie so gemütlich auf der Couch sitzt und Fernsehen guckt, ne, dann hat man dieses Bild auch so auch im Kopf, ne, und denkt, okay, genau, ich möchte diese Emotion, ich möchte genau so schön mit der Familie auf dieser Couch sitzen und Fernsehen gucken und deswegen kauft man das. Ne? Deswegen finde ich schon, dass die Emotionen wichtig sind. Was machst du denn in deiner Freizeit? Ja, in der freien Zeit, in der idealen Welt, lese ich Bücher, gehe ich spazieren und mache Sport. Und in der realen Welt, ich bin eine Eule, also ich bleibe spät in der Nacht am PC und arbeite und deswegen stehe ich normalerweise später auf und werde auch so vor 12 Uhr nicht wach. Und oh, dann habe ich ja Glück heute. Ja, alles für dich. Ne? Ich habe heute 4 Stunden geschlafen. Nein, echt jetzt? Oh, Entschuldigung. Okay. Ja. Aber das ist, glaube ich, normal in der Branche. Mike Suminski habe ich letztes Mal auch wecken müssen. Er so, oh, ich bin doch voll verpennt. Und da könnte man das auch nicht machen mit Video. Man sagt, nee, ich kann nicht vor die Kamera, ich sehe fertig aus. Und das ist, glaube ich, irgendwie so typisch, oder? Dass man dann, weil bei mir ist das auch so, die Kreativität kommt erst am Abend. Ist das bei dir auch so? Ja. Sehe, du hast einen Ehering. Ich denke mal, du machst auch irgendwas mit deinem Mann zusammen, oder? Ja, wir gehen gerne spazieren. Aber eigentlich, ja genau, was ich sagen wollte, in der realen Welt ist es so, dass ich entweder kaum Freizeit habe oder wenn ich auch gerne ein Buch lesen möchte, denke ich mal, okay, ich check mal Instagram, 2 Minuten, ne? Und dann ist eine Stunde vergangen oder zwei. Also eigentlich, jetzt gibt es ja seit neuem bei iPhones zum Beispiel diese Zeit am Bildschirm, ne? Man kann sich anschauen, wie viel Zeit man so am Handy verbracht hat und die Zeit ist richtig, es ist richtig viel. Also sind durchschnittlich 4 Stunden bei den Deutschen am Tag. Genau, ja, bei mir auch so, denke ich. Also das ist sehr viel, es ist oft auch so, dass das Handy einfach so im Hintergrund irgendwie, ich höre mir irgendwie irgendwelche Lektionen auf YouTube und das Handy habe ich dann einfach in der Tasche und ich höre mir nebenbei da was an. Ne? Es ist nicht so, dass ich so viel Zeit am wirklich im Instagram verbringe, aber es ist so. Ne? Also es ist leider so, dass das Handy wirklich viel Zeit frisst. Das man könnte diese Zeit einfach viel besser verbringen. Aber seien wir mal ehrlich, es macht ja auch Spaß. Ne? Das macht ja auch Spaß, sonst würde man das ja nicht machen. Dass man da ja, das ist so, ne? Ich spreche jetzt von als Biologin, ne, es ist so diese
schnelle Belohnung fürs Gehirn. Ne? Ja. Also das Gehirn schüttet Hormone aus, ne? Und jedes Mal, wenn du da durchscrollst und irgendwie ein lustiges Video oder ein lustiges Bild siehst, schüttet das Gehirn einfach Hormone aus und es passiert schnell und immer, immer wieder. Und deswegen greifen wir einfach zum Handy und es ist so eine, wie eine, ja, wie halt rauchen oder Kaffee trinken. Es ist halt einfach diese Hormone, die man dann, ja, man muss halt wirklich intensiv angehen, wenn man das nicht mehr machen möchte. Ja. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ja, also, wo oder wo? Ja, vielleicht so beruflich. Ich hätte gerne eine Produktionsfirma. Also mindestens, ja, so eine kleine. So groß möchte ich nicht. Vielleicht in 10 Jahren schon. Mal gucken. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall auch mit Video arbeiten, aber vielleicht nicht selbst alles schneiden. Ich würde gerne diese Arbeit schon an jemanden abgeben. Das habe ich zwar sogar einmal versucht, aber es hat nicht gut geklappt. Also der Videograf war super, der das gemacht hat, aber das, was er geschnitten hat, war einfach nicht in meinem Stil. Also deswegen ist es, ich finde es wirklich schwierig, aber es frisst auch viel Zeit. Also deswegen, vielleicht würde ich mehr mit Imagefilmen arbeiten, nicht so viel mit Hochzeiten. Es ist auch sehr stressig. Ich würde auch die Anzahl an Hochzeiten reduzieren. In 10 Jahren vielleicht gar nicht mehr Hochzeiten machen, sondern wirklich so mehr Imagefilme, Werbung und so weiter. Das ist jetzt so mein Wunsch für die nächsten Jahre. Mal gucken, ob das klappt. Und sehr cool. Ob der Wunsch immer noch besteht, dann in 10 Jahren. Vielleicht ändert sich das. Weil halt vor einem Jahr habe ich noch gedacht, ich mache keine Hochzeitsvideos mehr. Nein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich höre auf mit der Ja. Ja, kennst du das auch? Nein, das Krasse ist immer, nach der Hochzeit, also wenn die Hochzeit gelaufen ist, meistens bei uns ist immer samstags die Hochzeit. Ja. Am Sonntag, ich bin so tot und denke mir, ach du Scheiße, ich bin so im Arsch. Ich liege wirklich ich auf auch. Der Couch und Genau, bei mir ist es auch so. Weil du, also es ist ja wirklich so, du arbeitest ja an der Hochzeit. Viele denken, ja, Hochzeit ist ja easy peasy, na na. Nein, du als Videograf, du arbeitest, du guckst, wo ist die beste Szene, wo muss ich jetzt als nächstes hin? Du guckst deinen Plan, wo muss ich jetzt, was kommt als nächstes? Musst dir schon mal Gedanken machen und ja, also das ist, Es ist viel, also es ist wirklich, meiner Meinung nach, wirklich Arbeit. Ich weiß noch, die erste Hochzeit, die ich hatte, da waren gefühlte 45 Grad in dem kleinen Raum. Die eine Kamera ist ausgegangen, weil sie überhitzt war und ich habe geschwitzt ohne Ende und das war Stress ohne Ende. Du wirst ja wahrscheinlich sowas auch, gerade meistens sind ja die Hochzeiten im Sommer, wo es dann wunderschön bullig heiß ist. Und es ist einfach super anstrengend, Letztes Jahr hatte ich auch das Problem, dass meine Kamera einfach so überheizt war. Das war so eine Location. Es war auch genau letzten Sommer, war es super heiß. Es war so 40 Grad draußen, 38 glaube ich. Und sie haben an einer Location geheiratet. Es gab eine freie Trauung und die Location ist so wie ein Gewächshaus. Geil, ohne Fenster. Also halt in diesem Gewächshaus war es wirklich mindestens 50 Grad und wunderbar. Alle haben geschwitzt und der Bräutigam hat 2-mal Shirts gewechselt, weil er einfach durchnässt war. Ja. Und meine Kamera war einfach so heiß und sie steht auch auf einem Gimbal, ne? Und das heißt, sie kann halt nicht atmen, ne? Und sie war so heiß und sogar beim DJ ist sein Mischpult ausgegangen, wollte keine Musik spielen bei der Hochzeit, weil es einfach super heiß war, unmöglich heiß. Und genau, aber ich habe es überstanden, genau, alles gut, die Kamera ist nicht ausgegangen. Ich war einfach bei der Trauung, weil ich so nur, bitte halte durch, durch, ne, weil, So anpusten. Ja, genau, sowas, ja. Ja, aber das arme Brautpaar, denke ich mir dann, oder? Weil die planen da jahrelang und dann ist das so super heiß, dass es dann nicht schön ist. Dass es dann wirklich denkst, du schwitzt und die Gäste, denen ist auch heiß. Und wenn ich mir vorstelle, wenn meine Oma damit sitzen würde, die würde ja kollabieren bei so einer Hitze. Also. Ja, ist immer noch besser als Regen. Ja, gut, das stimmt. Nächste Thema, Ausrüstung, Workflow. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen?
Okay, also Panasonic GH4 und einem Gimbal Pilotfly war das. Einer der ersten. Ich glaube, ich habe als Erste überhaupt angefangen, mit einem Gimbal zu arbeiten. Und ich filme alles mit einem Gimbal. Also ich benutze keine Stative oder Einbeinstative, gar nichts. Also meine Kamera steht immer auf einem Gimbal. Ich laufe damit die ganze Zeit rum. Und genau, der Gimbal war einfach... Der konnte nur eine Stunde oder zwei Stunden, also Akku konnte man nicht wechseln. Ah, wunderbar. Ja. Genau, genau. Und ich konnte, also da, ich konnte so einen externen Akku nehmen und da so halt verbinden. Und damit bin ich dann in der Tasche mit diesem externen Akku gelaufen die ganze Zeit und mit Gimbal und dann mit der Kamera. Genau. Und ja, ich hatte, ja, und Objektive hatte ich, weiß ich nicht, 5, 6 Stück. Genau, damit habe ich gearbeitet und für Ton habe ich ja so diesen Rode Ansteckmikro mit so einem iPod. Das ist das. Das ist 10 Jahre alt und ich gebe es einfach dem Bräutigam in die Tasche. Genau, und damit habe ich dann gearbeitet. Sehr damit cool. habe ich angefangen, ja. Und jetzt hast du gewechselt auf die Sony A7S II. Genau, genau. Also die GH4 war ziemlich gut so vom Bild, aber sie konnte in der Dunkelheit einfach nicht filmen. Ich hatte da das Problem, dass ich einmal in einer Kirche, sogar in einer Kirche am Tag, also die war ziemlich dunkel, aber das war jetzt mal keine Feier, wo das Licht ausgeht, ne? Ja. Musste ich ISO auf 640 oder so hochdrehen, ne? Und es gab so viel Rauschen im Bild, dass ich mir dachte, nee, also das geht nicht. Also diese Kamera habe ich halt nicht für Hochzeiten gekauft, ne? Die Kamera habe ich schon, das war die Kamera, mit der ich angefangen habe zu filmen, ja. Ne? Also genau, und dann, als es richtig professionell wurde, als ich gemerkt habe, dass diese Kamera nicht ausreicht, dann habe ich mir die Sony gekauft, Sony Alpha 7S II, und seitdem arbeite ich damit. Ich habe jetzt mal 4 Objektive, einmal 55 1,8, einmal 58 1,8, einmal 16-35 F4 und einmal habe ich ein Zoom-Objektiv für eigentlich APS-C-Kameras zwischen 18 und 105, glaube ich, oder 16, 105, ich weiß es nicht, F4, ja. Also damit kann ich dann eigentlich bei der Trauung auch sehr gut filmen und nah ran zoomen an die Gesichter, obwohl es keine Festbrennweite ist, finde ich, das ist halt, für Videografen ist es nicht so wichtig, eine Festbrennweite zu haben. Also halt, wenn ich schon nah ran zoome, dann ist ja eh alles verschwommen im Hintergrund. Und diese Kamera gibt mir einfach die Möglichkeiten, auch Gefühle rüberzubringen, auch von den Gästen, und nicht irgendwie so direkt vor dem Gesicht stehen und ins Gesicht. Ja, genau, genau. Und ich habe jetzt mal Sion Crane. Die erste Variante, also die gibt es nicht mehr. Ich habe ja schon vor 3 Jahren oder so drauf gewechselt und es gab damals, jetzt gibt es ja Crane 2, ne? Und damals gab es nur dieses eine Modell. Ne? Und ich werde ja immer gefragt, mit welchem Gimbal ich filme, und ich muss das immer erklären, weil es einfach nicht mehr gibt. Aber es funktioniert auch einwandfrei, also ich brauche jetzt mal keinen anderen. Da gibt es halt nicht so viele Einstellungen auf dem Gimbal an sich, aber ich denke, ich wäre sowieso überfordert, wenn ich da noch auf dem Gimbal irgendwie fokussieren müsste gleichzeitig und so weiter. Ne? Deswegen, das ist ein einfaches Modell, aber das funktioniert, das macht, was es soll. Cool. Ja. Welche Software benutzt du denn zum Schneiden? Premiere. Mhm. Also hast du auch die Adobe Cloud komplett? Genau. Cool. Genau. Ja, und für Ton nehme ich dann Adobe Audition, also halt diese Adobe-Programme habe ich komplett, ja. Ja, finde ich auch cool. Also nutze ich auch. Also After Effects finde ich auch mega cool, so Effekte. Ich habe noch so, mein USP ist immer, ich habe immer so 3D, diese 3D-Schrift mit Herzchen und Glitzer und Glamour und oh, so. Nein. Das ist immer so,
Das habe ich einmal gebaut, weißt du? Also das hat dann schon lange gedauert, aber dann brauchst du einfach nur den Text ändern von der Schrift und dann kannst du es immer wieder neu rendern. Und das ist, sieht cool aus. Also das war so von meiner Frau war das so die Inspiration, die Frauen wollen immer mit Glitzer und Glamour und so. Nein, nicht immer. Aber es sieht cool aus, das gefällt mir sehr gut. Ja, also ich benutze auch After Effects für meine Titel auch. Mhm. Aber man kann da so fertige Pakete kaufen für Titel, genau. Da muss man auch nicht so viel. Also man kann ja auch wirklich nur den Text ändern und dann hat man das, was man braucht. Genau, das ist wirklich cool. Ja. Was möchtest du dir noch kaufen? Was steht noch so auf deiner Wunschliste? Ich bin jetzt mal ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Ich kann damit gut Hochzeiten aufnehmen, also eigentlich alles. So zum Spaß hätte ich gerne vielleicht noch mal ein Makroobjektiv. Ich möchte so immer gerne so näher ran an die Braut. Ich würde gerne so, weißt du, so, dass man nur das Auge sieht oder nur die Lippen, ne? So beim Getting Ready zum Beispiel. Das fände ich cool. Aber normalerweise sind Makroobjektive Weitwinkelobjektive. Und ich kann ja an die Braut auch nicht so nah ran, ne? Das ist einfach zu nah. Deswegen hätte ich gerne ein Makroobjektiv mit einer Brennweite von 85, aber das gibt's nicht. Vielleicht schon, also ich muss mich da umschauen. Wie gesagt, ich bin jetzt ziemlich zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich hätte gerne noch ein paar Objektive von der Sigma Art Serie. Ich habe mir einmal 135 gekauft. Es hat super Videos und Fotos gemacht, aber es ist so groß und schwer, dass man es einfach nicht für Video, also für Hochzeiten verwenden kann, weil es halt einfach auf dem Gimbal nicht funktioniert. Ja, der ist ja der Akku nach einer halben Stunde leer, ja. Weil du die ganze Zeit gegenhalten musst mit dem Motor, ja. Nee, es ist einfach, es ist eineinhalb Kilo schwer oder so. Es geht einfach nicht, ne? Es gibt ja größere Gimbals, aber mein Gimbal ist ja ziemlich klein, nur für eine kleine Kamera. Und es funktioniert halt nicht. Und ich bin ja auch eine Frau, ich kann ja auch nicht so schwere Sachen so lange in der Hand halten. Ich habe ja Muskelkater immer sonntags. Ja, haben Männer auch. wie viele Tage rechnest du denn für deinen Schnitt? Ich rechne nicht in Tagen, ich rechne in Stunden. Mhm. Ich brauche 12 Stunden für einen Highlight-Film und 20 Stunden für einen Highlight-Film und einen Film von einer Stunde. Also ich habe zwei Pakete, einmal Highlight-Film von ca. 10 Minuten und einmal einen Film von einer Stunde. Für den kleineren brauche ich, wie gesagt, 12 Stunden und für beide 20 Stunden. Genau. Das heißt nicht, dass ich 12 Stunden am Stück schneiden kann. Ich kann auch mich nur so 4-5 Stunden konzentrieren. Das ist die hochkonzentrierte Arbeit. Also man kann da einfach nicht. Ist es bei dir auch so? Naja, ich muss irgendwann aufhören, weil sonst irgendwann. Ich bin gerne, dass ich zum Beispiel jetzt die Trauung an einem Stück mache und dass ich dann zum Beispiel danach habe ich immer der Apero oder Videoshooting, das ist dann meistens so eins, das dann an einem Stück mache und das dann zum Beispiel, also gewisse Szenen einfach an einem Stück zusammenschneide. Ja. Das mache ich schon, weil sonst komme ich raus. Wenn ich dann wieder von vorne anfange, muss ich mir den ganzen Anfang nochmal angucken, dass ich überhaupt wieder reinkomme und dann bin ich nicht so, wie sagt man, so im Flow. Okay. Weißt du, dann ist das so, weil dann bin ich so drin und wenn ich dann selber, also so geht es mir, du sagst ja, das zum Weinen bringen ist so, das machst du gerne und ich weine selber meistens beim Schneiden, sitze davor und denke, das ist genau das und dann, wo ich mir denke, wenn ich schon so empfinde, weil das sind meistens ja fremde Menschen, dann wird es ja denen ja dreimal schlimmer gehen, also. Genau so ist es, genau, bei mir ist es auch so. Bist du auch am Heulen beim Schnitt, ja? Ja, schon. Und manchmal überfordert es mich total, weil ich da einfach so Herzklopfen habe und weiß einfach, ich kann einfach nicht mehr. Es gab eine Hochzeit letztes Jahr, dass ich geschnitten habe. Oh, ich konnte nicht, also ich musste wirklich aufhören, sonst, ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt irgendwie, weil einfach das Eheversprechen auch so toll war, was sie da einander gesagt haben. Und es passiert ja auch normalerweise auch in diesen Momenten. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man das macht und dass man auch den Brautpaaren dieses Eheversprechen zeigt von anderen Menschen, sodass sie das auch gerne machen wollen.
Genau, und von der Zeit, ja, ich arbeite da mit ja, Pomodoro-System, kennst du das? Nein. Pomodoro ist ja Tomate auf Italienisch und die Person, die das halt erfunden hat, hat Zeit einfach mit einem Küchen Timer gemessen in Form von einer Tomate, deswegen heißt es Pomodoro, also okay. Ist nicht so wichtig, aber der Sinn der Sache ist, dass du 25 Minuten ununterbrochen arbeitest und dann 5 Minuten Pause machst, weil genau, wenn du dich richtig auf etwas konzentrieren musst, dann wird dein Kopf, also dein Gehirn müde und kann sich einfach nicht mehr konzentrieren. Es ist auch so, dass ich mich in die Arbeit vertiefe zum Beispiel und dann nach 3 Stunden bin ich fertig. Ich kann dann einfach nichts mehr machen. Das genau. War einfach zu viel, weißt genau. Du? Genau, ja, das kenne ich. Und wenn du das machst, also du arbeitest 25 Minuten und dann machst du 5 Minuten Pause. Das heißt, nach 25 Minuten zum Beispiel bist du noch gar nicht müde. Ne? Du willst auch weiterarbeiten, aber du musst unterbrechen, du musst aufstehen, wirklich vom PC und nicht aufs Handy gehen, sondern wirklich aufstehen, mal aus dem Fenster gucken oder mal einen Tee machen, 5 Minuten und dann kannst du weiterarbeiten. Und wenn du diese kleinen Unterbrechungen machst, du kannst entweder 25 Minuten und 5 Minuten machen oder 50 Minuten arbeiten und dann 10 Minuten unterbrechen und dann kannst du viel länger durchhalten. Das heißt, du gibst einfach deinem Gehirn die Chance, sich zu erholen, bevor dein Gehirn so müde wird, dass du nichts mehr machen kannst an diesem Tag. Und so kannst du auch 6, 7, 8 Stunden am Tag arbeiten. Und nach 2 Stunden kannst du auch eine längere Pause machen. Aber es ist super wichtig, eine Pause zu machen. Und so kann man auch länger arbeiten. Und das funktioniert wirklich. Und ich benutze da, also ich arbeite 25 Minuten, mache 5 Minuten Pause. Es gibt eine Webseite auf, die heißt tomatotimer.com, tomato-timer. Und da kannst du einfach mal auf 25 Minuten drücken, dann auf 5, also und es gibt dir ein Signal, wenn du aufstehen musst und dann eine Pause machen musst. Und dann, wenn die Pause vorbei ist und wenn du wieder arbeiten musst. Ich plane, wie viele Stunden ich am Tag schneiden möchte. Mhm. Ich mache so 5 Stunden am Tag zum Beispiel oder 4 oder 6, abhängig von dem davon, wie viele, was ich da noch an diesem Tag erledigen muss. Und ich male mir wirklich in meinem Planer Tomaten, kleine Tomaten. Und wenn eine Tomate vorbei ist, dann bemale ich diese Tomate so mit Rot. Ne? Und das ist auch sehr schön. Das ist so wie halt, wenn du die Sachen aufschreibst, die du an dem Tag machen musst und wenn du sie so abhackst, ne? Das ist so ein gutes Gefühl. Ne? Und deswegen, wenn diese Tomate vorbei ist, sag ich mal, ich mache eine Gurke, ne? Eine Gurke ist eine Pause, dann bemale ich einfach diese Tomate und das ist auch so wie eine Belohnung, ne? Fürs Gehirn, so dass man einfach so dieses Gefühl hat, okay, ich habe etwas erledigt, ne? Dann kannst du weitermachen. Dann hast du noch eine Tomate erledigt, dann nochmal aufmalen und dann hast du das auch nochmal erledigt. Und so kannst du auch weitermachen. Geil, ich glaube, da mache ich mal ein YouTube-Video zu. Ich finde das mega spannend, weil jeder hat so Kniffe und Tricks, wie man sich so, zum Beispiel, es gibt ja von diesen ganzen, zum Beispiel von Bodo Schäfer und Dirk Kräuter, die sagen, man soll sich ein Erfolgstagebuch schreiben und soll jeden Tag in dieses Buch schreiben. Ich habe zum Beispiel auch so einen Kalender, weißt du, und schreibe das da. Ich wollte, also in meiner realen Welt, da steht noch nichts drin. In meiner Wunschwelt wäre das Buch eigentlich schon. Also, das ist auch so, ja, mache ich dann noch. Und ich habe jetzt dieses Jahr schon viele Erfolge erzielt, aber das muss ich hier reinschreiben und dann, muss ich gerade noch was anderes machen und ja, wie es halt so ist, dann ist das wieder weg. Aber ich habe da, das ist noch so mein nächster Plan, ja. Ja, oh, was ich noch zur Entspannung mache, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich bin ja viel bei Hochzeiten und da tanzen auch Leute so schön in Paaren und ich kann das gar nicht. Und deswegen habe ich mich und meinen Mann auch bei einem Tanzkurs angemeldet und wir gehen gerne hin jede Woche. Und das ist ganz schön. Jetzt möchte ich so gerne auf eine Hochzeit eingeladen werden, sodass ich dann wirklich als Gast da auch mal mittanzen kann. Ja, das ist aber schwierig, weil zu jeder Hochzeit im Familienkreis, wo ich eingeladen werde, ja, das ist ja super, dann kannst du ja Videos machen. Nein,
Nein, nein, nein. Und meine Frau sagt dann auch immer, nein, du machst kein Video. Ich so, ja, Schatz, ist gut. Wir sind nur Gäste. Ja, Schatz, okay, ich mach nichts. Und wo du schon denkst, und dann war letztes Mal auch ein Kameramann dann da und dann denkst du, also ich hätte das jetzt anders gemacht. Dann hat die Schwester eine mega schöne Rede gehalten. Mhm. Er filmt und während der Rede bricht er einfach ab und fotografiert irgendwas anderes, wo ich mir denke, was machst du denn da? Das ist voll die schöne Rede. Wieso hörst du einfach auf? Und dann sagt mir die Dings hinterher, er war gar nicht gebucht und da und hat dann nur so, ist ja trotzdem hätte ich das gefilmt. Wenn ich und hätte nicht abgebrochen, weil das war herzzerreißend, was die da gesagt hat. Naja, egal. Es lohnt sich nicht drüber aufzuregen. Aber du wirst es wahrscheinlich genauso kennen, oder? Auch wenn du die Videos anguckst, so geht es mir. Ah, das hätte ich aber so und das hätte ich aber so. Und wie du das sagst mit deinem, wo du das abgegeben hast an einem Freelancer, wo du gesagt hast, nee, also das hat mir jetzt nicht gefallen. Und übrigens hat das jeder. Das hat mit jedem, den ich gefragt habe, der mal irgendwas abgegeben hat, der sagt dann, nee, also das gefällt mir nicht und das möchte ich gerne so und das und das und das. Und die sagen dann, die meisten sagen, ach komm, ich mache es lieber wieder selber, weil dann weiß ich, es ist so, wie ich das gerne haben möchte. Ja, genau. Wie erreichst du denn mehr Effizienz und mehr Effektivität bei deinen Filmen? Also, dass du mehr Projekte annehmen kannst und hast mehr Zeit hintenbei und weniger Stress. Hast du da irgendwo so Tipps? Ich filme so, dass ich dann auch später nicht so viel Zeit beim Schnitt verbringen muss. Das zeige ich auch in meinen Workshops und erkläre auch den Leuten. Mhm. Ich habe auch letztes Jahr habe ich noch 40 Stunden für den Schnitt gebraucht. Und dieses Jahr auch jetzt mal so 12, ne? Also vielleicht nicht 40 letztes Jahr, aber schon viel länger, ne? Und dieses Jahr geht es viel schneller und durch das richtige Filmen wirklich. Ich muss sagen, du sagst, wie ich mehr Projekte machen kann. Ich stehe nicht für mehr Projekte, ich stehe für hochwertigere Projekte, weniger Projekte, aber hochwertiger für mehr Geld. Also halt weniger Projekte, aber mehr Geld dadurch. Großes Thema, welche Marketingmaßnahmen findest du denn gerade für Einsteiger am sinnvollsten? Instagram auf jeden Fall, aber das heißt nicht, dass es von selbst kommt. Man muss da schon viel Zeit und Energie investieren. Ich habe jetzt mal 25.000 Follower. Aber das kommt dadurch, dass ich da auch aktiv bin. Ich poste regelmäßig 3-mal der Woche und ich schreibe auch diese langen Texte. Ich glaube, das unterscheidet mich auch von den anderen. Ich kenne kaum andere Leute, die da so viel Energie wirklich investieren und diese Texte schreiben. Und es ist super wichtig, weil Instagram funktioniert so, das ist halt ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Es gibt viele Leute und Instagram hat, bei Instagram seit 1,5 Jahren, glaube ich, gibt es ja dieses Problem, dass Instagram nicht allen Followern dein Feed zeigt. Das heißt, echt? Wenn... Ja, okay. Kennst du das nicht? Nein. Okay. Ich bin, wie du sagst, ich bin auch nicht so... Ich habe einen Instagram-Account und ab und zu poste ich da mal was drauf, aber ja... Ja, also es ist so, dass ich habe zum Beispiel 25.000, aber wenn ich einen Beitrag poste, sehen diesen Beitrag nur 500 Leute, also so halt vom Anfang. Ne? Instagram entscheidet einfach, diesen Beitrag an 500 Leute zu verbreiten. Und wie entscheidet Instagram das? Halt zum Beispiel hast du 300 Leute abonniert, ne? Und schaust dir dann regelmäßig ein paar Leute an und kommentierst da oder likest da irgendwas, ne? Und dann entscheidet Instagram, dass dieser Person für dich relevant ist und dann kriegst du immer wieder Beiträge von dieser Person zu sehen. Und wenn du bei einem Profil gar nichts machst, du hast einfach eine Person abonniert, du fandest das interessant, was man macht, ne? Aber du machst dann nichts, dann entscheidet Instagram einfach, okay, dass diese Person für dich nicht relevant ist und zeigt dir einfach gar keine Beiträge von dieser Person mehr an. So ist das. Okay. Und wie entscheidet Instagram das? Dadurch, dass halt genau die Leute, die irgendwas auf deinem Profil machen, liken, kommentieren, speichern, weiterleiten und so weiter, an den Umfragen teilnehmen zum Beispiel, die man so in Stories machen kann,
Also es ist wichtig, dass man da irgendwas gemacht hat auf deinem Instagram. Ne? Und wenn man da nicht gemacht hat, dann kriegt man das auch nicht zu sehen. Genau, und dann, wenn die ersten Kommentare reinkommen, dann sehe ich schon, dass Instagram halt diesen Beitrag 1000 Leuten anzeigt. Ne? Und dann noch ein paar Kommentare kommen rein, dann 2000, noch ein paar Kommentare, 3000 zum Beispiel oder Likes. Ne? Also höchstens erreiche ich 5000 Personen. Erreichen heißt auch nicht, dass sie das gesehen haben. Erreichen heißt, dass Instagram entschieden hat, diesen Beitrag nur 5000 Leuten zu zeigen. Und das ist im besten Fall, wenn da 60 Kommentare schon drunter sind. Und das ist das Problem. Also, und das Wichtigste ist einfach, Leute dann zu einer Aktion zu bewegen. Weil wenn sie dann nichts machen, nichts kommentieren, nichts speichern oder weiterleiten, dann wird das auch keiner sehen. So ist das. Deswegen sind die Texte und ein Kommentar zählt am meisten. Und ein Kommentar, das innerhalb von der ersten Stunde gemacht wurde und länger als 4 Worte ist. Okay. Woher hast du diese Insider-Tipps? Woher weißt du? Hast du das selber getestet oder hast du es recherchiert? Ich habe es recherchiert. Das gibt es halt. Das kann man finden. Genau. Und deswegen finde ich dieses Texteschreiben auch wichtig, sodass man dann Leute auch zum Kommentieren bewegt und dass sie da auch etwas dazu schreiben. Und wenn man nur Fotos oder kleine Videos postet und nur einfach mal schreibt, okay, eine wunderschöne Hochzeit von so Klaus und Claudia, ne? Das ist natürlich das, was es ist, aber Leute werden dadurch nicht aktiv. Vielleicht liken sie das, aber sie werden das nicht kommentieren. Oder wenn kommentieren, dann mit einem Smiley und ein Smiley zählt gar nicht. Ja, es ist so ein, früher hat jeder Kommentar gezählt, bis diese ganzen Bots aufgeblüht haben. Ne? Halt, du kennst ja diese automatischen Kommentare, so nur Likes oder Herzchen oder irgendwie cool oder cooles Feed oder sonst was, ne? So diese kleinen Kommentare. Und deswegen musste Instagram da was ändern, sodass nur die richtigen Kommentare zum Thema zählen und nicht diese Fake Kommentare. Mhm. Ja, es gibt ja Bots, die selber Follower generieren und sowas alles. Ja, das kenne ich, ja. Aber es ist ja, es ist wirklich krass überhaupt, heutzutage in den Social-Media-Kanälen Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist ja nicht nur Instagram, Facebook. Sagen viele, es ist mittlerweile tot, wo ich glaube, nein, es ist nicht so tot. Es ist nur jetzt momentan überschwemmt mit Werbung, was aber normal ist, weil die meisten Leute sind halt auf Facebook und sind halt auf Instagram unterwegs und die Werbentreibenden, die suchen halt da, wo die Leute sind. Da wird halt auch beworben. Also das ist einfach so und das ist auf YouTube so und auf YouTube ist es ja mittlerweile normal, dass du dann okay und überspringen. Es ist ja völlig normal. Also ich bin auch nicht angepieselt, wenn ich da auf einmal Werbung kommt, wo ich denke, ja, es ist halt normal. Das ist ja, also ich habe ja auch Facebook, aber da mache ich jetzt auch nicht mehr viel, weil Facebook einfach schlechter ist für ja, erstens ist es super unübersichtlich, ich hasse es, aber für so Businessleute ist es schwieriger, auf Facebook irgendwas zu machen, weil auf Instagram benutzt man wie eine Suchmaschine auch durch Hashtags. Ja. Und Facebook benutzt man nicht wie eine Suchmaschine. Man kann einfach so, wenn man schon von einer Person kennt, dann kann man auch diese Person finden auf Facebook. Aber so, ich habe schon viele Aufträge durch Instagram bekommen, einfach so, dass man irgendwie nach Hashtags Videograf gesucht hat zum Beispiel und dadurch sind sie auf mich aufmerksam geworden. Und natürlich ist es ja auch schön, dass ich da jetzt mal schon viele Follower habe und das, ja, man empfindet ja so ein Profil auch sofort als professionell. Das heißt nicht, dass man Follower kaufen soll, ne? Also alle, die mich abonniert haben, haben das aus dem freien Willen gemacht. Aber das heißt jetzt mal nicht, dass alle aktiv sind oder dass die ganzen Leute meine Beiträge sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass je mehr, desto besser, weil wenn ich 5000 Follower hatte zum Beispiel, hat Instagram meine Beiträge immer noch erstmal an 1000 Leute gezeigt oder an 2000. Und jetzt habe ich 25.000, aber Instagram zeigt meine Beiträge immer
immer noch an die gleiche Anzahl an Leuten. Und deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel würde ich gerne viele Leute rauswerfen aus dem Instagram. Das klingt vielleicht jetzt mal... klingt hart, ja. Klingt hart, genau. Aber es ist so, dass es gibt Leute, die aus dem Ausland kommen zum Beispiel. Ich meine nicht ausländische Leute in Deutschland. Ich meine wirklich Leute, die aus dem Ausland kommen und irgendwie nur Arabisch können zum Beispiel. Ich habe auch nichts dagegen, aber die können meine Texte auch einfach nicht verstehen. Und es ist so, dass man in diesem Fall einfach, ich brauche einfach, dass Leute aktiv sind auf meinem Instagram. Und sie können da nicht aktiv sein, weil sie nichts verstehen. Vielleicht haben sie irgendwann durch Hashtag Wedding auf mich aufmerksam geworden, aber es ist auch so, dass sie meine Leistungen nie in Anspruch nehmen werden. Mhm. Und ich als Business, ja, als Dienstleister, als Business muss einfach diese Entscheidung treffen, ob ich jetzt mal, natürlich muss ich dadurch per Hand einfach 25.000 Leute durchscrollen und diejenigen, die dann meine Statistik schlecht machen, einfach rauswerfen oder loswerden. Oder es gibt auch Leute, auch normalerweise so aus dem Ausland, die dann irgendwie Hey Baby schreiben, ne? Und How are you? Ne? Es ist wirklich viele. Ne? Ich kriege jeden Tag 5 Nachrichten wie solche und sie abonnieren mich dann. Und was wichtig ist, dass wir geschrieben haben, weißt du, und das ist auch eine Aktion. Der hat mich angeschrieben, das ist eine Aktion. Und was passiert dann, wenn Instagram denkt, okay, ich zeige diesen Beitrag 1000 Menschen an. Wen wähle ich aus? Den Menschen, die schon aktiv waren. Wer waren das? Die Babys, ne? Die Leute, die mich mit Hey Baby angeschrieben haben, aus dem Ausland, die gar nichts verstehen und einfach mal so rumschreiben. Und natürlich ist es auch meine Aufgabe, dann mein Instagram zu pflegen, wenn ich da damit irgendwas erreichen möchte. Ja. Aber es ist schon eine sehr coole Sache. Das war das Erste zum Marketing. Und das Zweite muss ich sagen, YouTube. Ich habe auch durch YouTube auch regelmäßig Aufträge. Du sagst ja immer, dass du YouTube nicht magst, ne? Dass du es halt auf Vimeo, dass Vimeo besser ist als YouTube. Nein, in deinen Podcast. Nein, ja, von der Qualität her. Ich meine nur die Bildqualität. Ich meine nicht, dass marketingtechnisch ist Vimeo scheiße, weil du die Suchfunktion auf Vimeo ist scheiße. Aber ja. Marketingtechnisch ist YouTube 1000-mal besser. Aber ja. Die Bildqualität ist auf YouTube 1000-mal schlechter. Weil wenn ich zum Beispiel ein Video hochlade, ich skaliere das auch von HD auf 4K, damit die Soundqualität ist besser und die Bildqualität ist besser, aber es braucht, wenn ich das hochgeladen habe, ich mache das immer auf Privat, also diese Standardeinstellungen, und lasse das mindestens 2 Tage stehen, weil dann erst YouTube das hochskaliert hat, also auf 4K. Dann hast du erst die richtige Quali, weil wenn du das hochlädst und direkt freischaltest, hast du diese 720p Qualität auf YouTube. Ja. Die ist ja scheiße. Wenn ich mir das Video angucken würde, würde ich mir, also wenn das seine Qualität ist, naja, danke. Dann suche ich mir lieber jemand anders. Aber wenn ich dann das auf 4K hochskaliert habe und dass die Qualität dann auch angezeigt wird, dann schalte ich das dann auch frei. So mache ich das. Ich glaube, Kunden merken das gar nicht. Also für Kunden, ja, sie merken da keinen Unterschied. Ja, nicht viel. Da hast du recht. Sie merken nicht so den Unterschied wie Professionelle, aber die Leute sind auch anspruchsvoller. Das ist auch so. Muss man auch so sehen. Ja, also auf YouTube würde ich auf jeden Fall Videos hochladen. Und YouTube ist ja ein Teil von Google, von der Suchmaschine von Google. Und es ist wichtig, auf YouTube auch Videos anständig zu benennen. Nicht irgendwie eine wunderschöne Hochzeit in den Bergen, sondern einfach Hochzeit auf Schloss so und so zum Beispiel. Also wirklich bei der Location oder der Stadt zum Beispiel, ja. Wenn es eine kleine Stadt ist. Und dadurch habe ich jetzt schon mal einige Hochzeiten für die gleichen Locations bekommen, weil man sucht, wenn man ein Hochzeitsvideo haben möchte, dann sucht man auf YouTube nach Hochzeitsvideos. Ja. Und wenn man in einer Location heiratet,
dann möchte man sich auch vielleicht eventuell Videos von dieser Location finden auf YouTube und man sucht, googelt danach. Man kann danach googeln und dann auf Google erscheinen auch Videos zu diesem Thema ganz oben in der Suche und nicht irgendwie auf der fünften Seite. Die erscheinen ganz hoch und deswegen ist es wichtig, auch Videos genau richtig zu benennen. Oder man sucht auf YouTube und dann stoßt man auf dieses Video und sieht, okay, also wenn dem Brautpaar dieses Video dann auch gefällt. Und unten ist es ja auch wichtig, die ganzen Kontaktdaten zu schreiben, sodass man dann die Person auch kontaktieren kann. Genau, und dadurch habe ich schon ein paar Hochzeiten bekommen, einfach durch die Suche nach einer Location. Das ist cool, dass du das sagst. Ich habe letztes Mal im Interview gehört, der Kollege, der macht das genauso. Der macht das mit Blog-Einträgen, verknüpft dieses Video und der macht immer Hochzeit von Tamara und Jim zum Beispiel und dann immer den Ort. Und der wird dann immer in diesem Ort gefunden. Wenn irgendjemand, genau wie du das sagst, der macht das nicht mit Location, sondern immer mit dem Ort. Und der wird fast in allen Orten in Deutschland gefunden, aufgrund von dieser Systematik. Und ich, wie du sagst, wunderschöner Blibliablob und Traumhochzeit und da, interessiert keine Sau, weil das ist, Es muss kann auch ein schöner Name sein, aber wenn wir über Marketing sprechen, das hilft wirklich, weil man wird wirklich gut dadurch gefunden. Sehr cooler Tipp, ja. Also an alle Leute, die jetzt zuhören, zuschauen, einfach wenn ihr das schreibt, Hochzeit, das wird das, was gesucht wird, den Ort oder die Location hinten dran, dann auch noch den Namen von dem Brautpaar meinetwegen, damit es individueller ist, aber dann, und würdest du sagen, bei YouTube-Videos das nochmal als Hashtag? Also Hashtag nochmal Hochzeit und nochmal die Location oder den Ort? Oder stehst du gar nicht auf Hashtags bei YouTube? Ich mache das, also ich schreibe da schon diese Worte, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das hilft. Aber wirklich nach Locations zu benennen, hilft. Also wirklich, man sucht entweder auf YouTube oder auf Google und sieht dann trotzdem dieses Video. Wenn du jetzt mal nach irgendwie Hochzeit auf Schloss Berge, hier in Gelsenkirchen gibt es ein Schloss Berge, wo ich eine Hochzeit aufgenommen habe, suchst einfach auf Google, dann siehst du unter, also ganz oben in der Suche, einfach mein Video. Und man würde auf jeden Fall drauf klicken, wenn man da heiraten möchte. Sehr cool. Cooler Tipp. Das war jetzt die erste Frage vom Marketing. Ich habe noch ein paar, deswegen würde ich gerne weitermachen. Ja. Wie hast du denn deine Zielgruppe definiert, also deinen Wunschkunde? Hast du da mal irgendeinen Avatar erstellt für dich? Ich finde, dass wir eine ziemlich breite Zielgruppe haben und ein Avatar nicht wirklich für unser Business passt, weil es ist sehr verallgemeinert. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Pferdeausrüstung verkaufen möchte, dann kann man natürlich das alles bedenken, dass man als Hobbys Pferde hat oder Autos, wenn man Autos verkauft, ne, und so weiter. Aber bei Hochzeiten ist es mir eigentlich nicht wichtig, welche Hobbys man hat. Man kann alle unterschiedlichen Hobbys haben oder auch unterschiedlichen Verdienst. Es ist mir auch nicht so wichtig, ob sie dieses Geld geliehen haben oder ob sie es gespart haben oder ob die Eltern dieses Geld geben. Also für mich ist wichtig, dass sie heiraten. Also sie sollen ja heiraten, das ist das Merkmal. Normalerweise spreche ich Frauen zwischen 25 und 35 Jahre an, die bald heiraten oder heiraten wollen und eine Hochzeit haben wollen. Ne? Auf Instagram zum Beispiel, ne? Oder wenn ich jetzt mal über Workshops rede für Hochzeitsvideografen, dann spreche ich natürlich auch Kollegen an. Da habe ich zwei Zielgruppen, sagen wir mal. Ansonsten muss ich denke, in unserem Fall, ich habe es schon versucht, aber eigentlich finde ich, es ist für uns nicht so wichtig, da genau zu definieren, was Leute so mögen. Natürlich ist es auch für mich wichtig, dass sie so am besten aus der Umgebung kommen, aber wenn sie nicht aus der Umgebung kommen, dann vielleicht nehme ich auch die Anreise an.
Es ist für mich wichtig, dass sie emotional sind, dass sie ein Hochzeitsvideo haben wollen, natürlich. Oder wenn auch nicht, vielleicht kann ich sie überreden durch mein Instagram. Ich versuche da auch, die Leute aufzuklären, weil es gibt ja viele Leute, die da noch nicht heiraten. Und vielleicht haben sie vorher gar nichts von Hochzeitsvideos gewusst oder haben sich das nicht überlegt. Aber ich zeige ja auch diese schönen Videos und dann vielleicht nehmen sie das, ne? Vielleicht auch in 5 Jahren, vielleicht auch von einem anderen Kollegen. Aber ich finde es auch schön, dass wir dieses Wissen verbreiten, dass es Hochzeitsvideos gibt. Weil für mich ist es wirklich komisch, dass es sie in Deutschland einfach, das ist so, dass keiner sich ein Hochzeitsvideo nimmt. Weil für mich als Russin ist es normal. Genau, deswegen, ich würde gerne auch Leute nehmen, die eine freie Trauung machen und die ein Eheversprechen vorlesen. Das ist wichtig für mich. Aber das kann man alles klären. Ich kann nicht sagen, dass es jetzt mal wirklich so zur Zielgruppe passt. Ja, halt Leute, die heiraten. Ne? Du hast gesagt, das Klären, also Kundengespräch. Wie bereitest du dich denn da auf das Gespräch vor? Ich führe keine Verkaufsgespräche, also ich muss mich da nicht wirklich vorbereiten. Ich lese einfach alles durch, was wir da so geschrieben haben und ich google vielleicht oder halt ich suche auf Facebook nach diesen Leuten, um mir so ein Bild zu verschaffen, wie sie so aussehen, was sie mögen vielleicht. Aber eigentlich bei einem Gespräch geht es einfach um die Leute, um die Hochzeit. Wir kennen uns einfach lernen. Ich möchte einfach, dass sie ein gutes Gefühl mit mir haben, dass sie da sich in der Gegenwart von einer Freundin fühlen und nicht von einer fremden Person. Und deswegen treffe ich mich immer 2-mal mit jedem Brautpaar. Einmal so beim ersten Gespräch, bei der Buchung, das ist normalerweise so 1 Jahr im Voraus oder 1,5 Jahre im Voraus. Und sie erzählen mir dann einfach so alles über sich, wie sie sich kennengelernt haben und so. Ne? Ich kenne sie einfach lernen. Ich habe da einfach Spaß, diese Leute kennenzulernen. Und dann treffen wir uns nochmal so 1 Monat vor der Hochzeit, meistens auch persönlich, wenn es das halt in der Umgebung irgendwo stattfindet oder auch so über Skype, wenn sie da keine Zeit finden. Und dann besprechen wir nochmal im Detail die ganze Hochzeit, weil 1,5 Jahre im Voraus wissen sie nicht alles genau, ne? Da haben sie nur eine grobe Vorstellung und ich möchte da schon ein bisschen mehr wissen. Und also es dient ja eigentlich, das Gespräch dient dazu, dass wir uns wohlfühlen dass sie sich wohlfühlen, dass ich mich wohlfühle, dass ich da auch mit den Leuten, dass ich sie auch so ein bisschen kenne, dass ich da so quatschen kann oder lachen kann oder Witze machen kann, weil ich bin ja auch diejenige, die da auch oft die Einzige da mit der Braut ist und ich muss sie auch auflockern und sie muss auch, ja, sie muss sich wohlfühlen und dazu dient dann der Vorgespräch. Und Preise besprechen wir dann gar nicht. Also sie kennt schon meine Preise, wenn wir uns treffen. Ich hatte eine sehr unangenehme Geschichte einmal, das mache ich nicht mehr. Am Anfang haben wir uns getroffen mit einem Paar. Also ich hatte immer meine Preise auf der Webseite stehen. Bis vor 2 Monate habe ich sie rausgenommen. Und ich habe so gedacht, ne, dass wenn ich meine Preise auf der Hochzeit auf meiner Seite habe, dann weiß man schon, wie viel das kostet, ne? Aber es ist nicht so, ne? Man findet es nicht immer die Preise und wir haben uns getroffen, ich habe gedacht, das war schon fest, ne? Und da haben sie mir erzählt, ja, und weißt du, wir haben uns mit einem Videografen getroffen und der war so teuer, 1.800 Euro, krass teuer, und ich war so, ja, ich bin ja aber nicht günstiger. Und sie waren so, was, wie, warum? Und ich dachte, ja, keine Ahnung, ne? Und es war wirklich so unangenehm. Seitdem schreibe ich auch in jeder E-Mail, auch wenn meine Preise auf meiner Homepage stehen, schreibe ich in jeder E-Mail, wie viel es kostet. Weil wenn die Preise auf der Webseite sind, heißt es nicht, dass alle Leute das gefunden haben und gelesen haben. Und ich möchte diese Situation einfach nicht mehr. Und ich habe meine Preise generell auf der Seite. Jetzt wollte ich einfach mal so
zählen, wie viele Leute mich anfragen würden, wenn sie die Preise nicht gesehen haben. Ne? Deswegen habe ich das halt. Ich möchte einfach die Anfragen zählen, deswegen habe ich jetzt mal keine Preise auf der Seite. Und generell möchte ich natürlich, dass sie schon im Voraus wissen. Und vorletztes Jahr, habe ich dann einfach durch meine Preise auch alle Leute so durchgefiltert, dass ich nicht zu viele Anfragen bekommen habe, weil ja, jede Anfrage zu beantworten dauert ja auch Zeit. Ja. Und es ist auch ganz praktisch. Ja, so sehe ich das. Ich habe das genau aus dem gleichen Grund, habe ich auch meine Preise auf die Seite gemacht, damit man halt die Leute, die sich wirklich dann für meine Arbeit interessieren, auch behält, genau. Wo die dann auch sagen, ja, okay, es ist schon, die meisten, es ist einfach so, es ist noch relativ in den Anfangsschuhen mit Hochzeitsvideografie, dass sie sagen, ja, so ein Video, das kann ja nicht so schwer sein, das ist ja, da stellst du dich hin, nimmst das auf und dann ist ja gut. Nein. Und ich dann sage, und da bin ich, das ist für mich immer viel Aufklärungsarbeit, deswegen auch dieser Podcast und das alles mit Video Do und so, wo ich dann auch sage, du, das ist gar nicht so einfach, ein Video zu machen und da steckt viel, viel Arbeit, Leidenschaft und Liebe dahinter, dass das hinterher so aussieht, wie es dann aussieht. Und das wissen viele nicht, die dann sagen, ja, das kann ja nicht so. Und die haben ja teilweise Preisvorstellungen, aber das ist ja bei jedem das Gleiche. Und deswegen habe ich bei mir extra die Preise drauf gemacht, damit die gleich sehen, okay, ja, wow, kann ich mir entweder gar nicht leisten oder ich spare drauf oder ich frage mal. Weil ich sage dann auch immer, nehmt das doch, lasst euch dann noch irgend so einen Schwachsinn schenken, sondern lasst euch zum Beispiel auch ein Hochzeitsvideo oder was Vernünftiges schenken, was ihr dann später auch habt. Also ich bin voll der Fan von Hochzeitsvideos generell, weil... ja, weil da hast du hinterher auch noch was von und nicht von irgendeinem Blumenstrauß oder was weiß ich. Also das ist so meine Ansicht. Sehr cool. Hast du sehr viel erzählt. Wie überzeugst du denn jetzt im Gespräch deine Kunden oder deine Brautpaare von dir selbst? Wo du merkst, okay, ich habe meistens ein Gespräch, wo ich dann merke, die wollen eigentlich, da fehlt aber noch so das Tüpfelchen, dass sie sagen, ja, okay, wir buchen. Wie machst du das? Gar nicht. Also... Da soll sie halt gehen. Nee. Also eigentlich ist es so, dass wenn ich mich mit dem Brautpaar treffe, dann, ich glaube, ist die Entscheidung schon da, weil sie haben meine Videos gesehen, sie haben meine Preise gesehen. Wenn sie sich mit mir treffen, dann nehmen sie das schon. Also eigentlich ist es halt werde nach jedem Gespräch gebucht. Es ist nicht so, dass da Leute wegfallen. Letztes Jahr war ist ein paar weggegangen, weil ich als Standard in dem Vertrag die Veröffentlichung meiner Arbeit habe. Also das ist Standard, steht in dem Vertrag. Ich nehme da keinen Aufschlag oder gebe da keine Rabatte, wie man so macht. Ne? Das ist der Standard. Wenn man mich buchen möchte, dann muss man sich damit abfinden. Und eigentlich, ich hatte da auch Angst, sowas zu schreiben, aber ist es eigentlich gar kein Problem für Leute. Es ist sehr selten, bei älteren Leuten vielleicht, haben sie da so ein bisschen Angst von sozialen Medien. Oder ich hatte mal eine Braut, die mich auf YouTube gefunden hat, die hat gesagt, bitte nicht auf YouTube. Und da war eine Frau, die mich auf Facebook gefunden hat, ne, und hat gesagt, nicht auf Facebook. Aber ist ja trotzdem, ich kann ja vielleicht auch bei Facebook nicht posten, ist okay. Wenn ich dann, für mich ist das Wichtigste, dass ich dann dieses Video auf meiner Webseite als Referenz zeigen darf und auf Instagram auch so kleine Ausschnitte. Genau, aber ich muss Leute von mir nicht überzeugen. Ich glaube, wenn so die Chemie stimmt, wie man so schön sagt, ne, wir treffen uns ja, wir können uns auch ganz schön unterhalten, dann gibt es ja auch keine Gründe, mich nicht zu buchen, wenn man alles im Voraus weiß. Das stimmt, ja, und sie sollen ja auch beim Gespräch einfach mal spüren, ja genau, einfach so, sie sollen auch über sich selbst erzählen und sie spüren dann auch, dass es mir wichtig ist, dass ich wirklich für sie ein schönes Video machen möchte und nicht irgendwie nur einfach mal komme, aufnehme und gehe und dann irgendwas liefere. Ja. Ne? Also ich gebe dem Brautpaar auch dieses Gefühl und
Instagram ist auch schön dafür, dass man mich kennt. Also die meisten kommen jetzt mal wirklich über Instagram und sie kennen mich schon und sie sitzen da. Und es gibt Bräute, die mich anschreiben, und nicht Bräute, sondern Frauen, die mich anschreiben und sagen, ich würde jetzt sofort ein Video bei dir buchen, aber ich habe noch keinen Heiratsantrag. Ach süß, das ist schön. Und Instagram ist ja wirklich schön, soziale Netzwerke und Instagram, wenn man sich da zeigt. Ich bin ja auch nicht die Person, die sich so gerne zeigt. Ich finde es so doof, irgendwie mit dem Handy sich selbst zu filmen. Aber ich muss es machen, das gehört einfach zur Arbeit, sodass man mich kennt. Man kriegt das Gefühl, mich zu kennen, mir zu vertrauen, und sie wollen mich buchen, weil sie mich kennen dadurch. Ne? Deswegen sind soziale Netzwerke auch so toll, weil ich muss sie dann wirklich nicht überzeugen. Sie sind meine Fans und sie wollen ein Video von mir. Das hast du sehr schön gesagt. Genau deswegen sitzen wir auch heute hier und genau deswegen sitze ich auch jetzt vor der Kamera. Genau wegen dem, einfach um das Vertrauen, einfach so, wer ist das denn? Und ich wollte auch, wo ich angefangen habe damals mit der Videografie, ich wollte nie selber vor die Kamera. Das war nie mein Plan und ich wollte immer andere Momente, andere Leute schön darstellen und hier, ihr seid die Tor. Aber es, wie du sagst, es bringt Vertrauen, wenn du dich selber vor die Kamera setzt, damit du weißt, das ist nicht irgendein Haschi, irgendeiner, der dich übers Ohr ziehen will, sondern der meint das ernst und der macht das aus Liebe und Leidenschaft und nicht einfach, weil er Kohle braucht. Und deswegen finde ich das eigentlich ein ziemlich cooles Statement, dass man das halt nicht macht, um sich... wie sagt man, um zu polarisieren, um sich selber darzustellen, sondern dass man das macht, um Vertrauen einfach aufzubauen. Ja. Ja, genau. Und Texte auf Instagram sorgen auch dafür, weil ich zeige da auch wirklich meinen Kunden, ne, oder halt hoffentlich Leuten, die zu meinen Kunden werden, auch meine so Weltanschauung und wie es für mich wichtig ist und wie ich mich vorbereite. Und genau, und dann wissen sie schon, dass ich das mit Leidenschaft mache und dass ich alles für die Brautpaare machen werde und nicht irgendwie einfach mal so, ja, dass es mir nicht egal ist und dass das Brautpaar mir auch nicht egal ist. Genau, machen wir weiter. Wie berechnest du denn deinen Preis? Ich möchte nicht wissen, wie teuer du bist, sondern ich möchte einfach wissen, wie du für dich selber dich hingesetzt hast und hast gesagt, das muss ich am Ende haben. Wie hast du das berechnet, dass du da... sag ich mal, über die Runden kommst, dass du auch profitabel bist? Ja, aus dem Gefühl eigentlich. Okay. ich habe günstig angefangen, 2016. Natürlich ohne Erfahrung kann man da auch nicht viel nehmen. Am Ende des Jahres habe ich einfach alles, was ich verdient habe, in meine Technik investiert und... ja, 2016 habe ich gar nichts verdient. 2017 habe ich dann meine Preise angehoben und am Ende ist mir sogar was übrig geblieben. Aber ich hatte das Gefühl, einfach komplett kaputt zu sein, weil es nicht genug war. Ne? Dann habe ich die Preise nochmal angezogen. Natürlich war es auch so, dass ich auch besser geworden bin. Natürlich, ich bin besser geworden und dadurch bin ich auch teurer geworden. Aber wenn ich habe auch gespürt, dass jedes Brautpaar sich mich leisten konnte oder halt alles, ne? Wenn man so, weiß ich nicht, 1.500 Euro nimmt, dann ist es einfach zu günstig und jeder, der mich angeschrieben hat, hat mich auch gebucht und ich wollte das nicht, ne? Deswegen, ich versuche so ein bisschen, ich taste mich daran und hebe meine Preise an und jedes Mal werde ich trotzdem gebucht. Also, ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwelche Berechnungen gemacht habe. 2018 habe ich schon, das war so ein, ja, ich musste mich ja entscheiden, ob ich in die Biologie gehe oder mich selbstständig mache. Und 2018 endlich habe ich sogar mehr verdient, als wenn ich mit Biologie gearbeitet hätte. Das war toll für mich. Also halt, ich freue mich. Ne? Hoffentlich wird es noch mehr. Ja, aus dem Gefühl einfach. Ne? Jetzt kann mich einfach auch nicht jeder buchen. Es gibt auch viele junge Videografen, die erst anfangen, die da günstige Preise haben, aber es soll auch
so sein, ne? Ist auch okay, die Qualität bei mir ist ja besser als bei Anfängern, ist ja auch normal, ich war ja auch schlechter am Anfang. Jeder sucht für sich das aus, was man haben möchte. Ja, ich weiß nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, aber irgendwie so, einfach so nach Gefühl mache ich, ne? Wenn ich dann das Gefühl habe und einfach nach dem Gefühl, ob ich jetzt mal erschöpft bin oder ob ich spüre, dass ich damit gut leben kann. Oder einfach mal, wenn ich so ein Projekt, irgendwie eine Anfrage für ein Projekt bekomme, worauf ich nicht so viel Lust drauf habe, dann setze ich einfach einen höheren Preis. Dann denke ich mir einfach, okay, für wie viel Geld wäre es für mich okay, also so, dass ich mich dann nicht beklagen könnte, ne? Dann nehme ich einfach den Preis und mache es auch gerne, ne? Dann, wenn sie dem zustimmen, wenn es für sie zu teuer ist, dann mache ich das halt nicht. Und dann muss ich das nicht machen, ne? Was ich so nicht wirklich machen möchte. So wie, so, ich kriege Anfragen so wie, wir haben vor 2 Jahren ein Hochzeitsvideo bekommen und das Rohmaterial und das ist einfach so schlecht, wir mögen unser Video nicht, kannst du uns ein neues Video schneiden? Ich habe wirklich nicht so viel Lust drauf, aber ich würde es machen, wenn das Geld da ist, ne? Halt, wenn es gut bezahlt wird, ja. Dann kann ich ja auch einen höheren Preis nennen, also den Preis, für den ich das noch gerne machen würde. Also es ist halt entweder Spaß oder Geld, am besten beides. Genau, so ist es. Sehr cool, sehr ehrlich, also das finde ich sehr cool, also so habe ich das auch, ich habe auch ganz billig angefangen und habe dann irgendwann stand ich mal, das war für mich so der Point, auf, wo ich dann gesagt habe, ich stehe hier auf einer Hochzeit und mache das zum halben Preis wie der dusselige Fotograf, der da hier rumrennt und habe gedacht, ich habe viel mehr Arbeit als dieser dusselige Fotograf, das will ich nicht. Ich bin mir dafür zu schade, weil die Leute das in meinen Augen nicht wertgeschätzt haben, was ich hier eigentlich an Arbeit leiste. Die kriegen ein wunderschönes Video und nicht irgendwelche Standbilder. Das ist so mein, es klingt zwar böse, aber so sehe ich das, weil für mich macht ein Fotograf macht nur Fotos. Können wir auch alle böse sein, aber es sind nur Standbilder und das kann mich niemals so emotional touchen wie ein Video. Ja, das ist so. Das ist so. Danke, dass du mir zustimmst. Ja, genau, das empfinde ich genauso. Ich habe eigentlich vor 2 Wochen eine Hochzeit fotografisch begleitet für eine Freundin. Ich muss sagen, das erste Mal in der Kirche. Also ich mache schon so ab und zu Shootings, so Paar-Shootings draußen. Ich biete auch, also ich biete es nicht offiziell an, aber wenn das Brautpaar keinen Wert auf Reportage im Bildformat legt, ne, wenn sie halt ein Hochzeitsvideo von dem ganzen Tag haben wollen und nur Fotos von den beiden, dann biete ich auch ein Shooting an. Ne? Ist es okay? Also ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen. Obwohl ich solche Menschen schon gesehen habe, mit einer Fotokamera in der Hand und einem Gimbal. Und das ist einfach so schrecklich. Ja, ja. Und ich muss mich schon komplett drauf konzentrieren. Genau. Und, aber wenn man so nur ein Brautpaar-Shooting von einer Stunde haben möchte, dann kann ich das auch anbieten. Das ist natürlich günstiger dann fürs Brautpaar, als einen externen Fotografen noch zu buchen. Aber ich hab's nicht offiziell auf meiner Seite, weil ich möchte das eigentlich nicht. Also das ist nicht mein Wunsch, deswegen habe ich das nicht, ne? Aber wenn das Brautpaar dann danach fragt, ne, dann kann ich das auch anbieten. Und vor 2 Wochen habe ich dann diese Hochzeit fotografisch begleitet und ich muss sagen, es ist auch nicht so einfach, weil die Kamera möchte nicht fokussieren, irgendwie, ne? Wenn du das verpasst hast, dann hast du es auch verpasst. Also es ist halt auch nicht so einfach, wie es scheint. Das habe ich festgestellt, aber trotzdem bei der Bearbeitung dauert es beim Video viel länger als bei Fotos und es ist auch schwieriger und wir brauchen auch mehr Technik und mehr Erfahrung und genau, ist es so, genau. Und das Schwierige ist am Anfang, dass keiner Preise auf Webseiten hat und dann weiß man überhaupt nicht, was das so in der Branche eigentlich kostet und es ist schwierig am Anfang, ne? Und dann, genau, das mit Fotografen. Ich habe dann auch Preise von Fotografen gesehen, auch so in Facebook-Gruppen ab und zu gibt es da so Fragen, was kostet ihr oder was hat euer Fotograf gekostet, ne? Und dann sieht man es schon so, dass man 300 € pro Stunde nimmt oder so und ich denke mir,
Ha. What the fuck? What the fuck, ja, genau. Und sie werden gebucht, ne? Ja. Deswegen kann wir man haben da ja in der Schweiz einen Fotografen, der nimmt 8.900 Franken, das sind umgerechnet ja 8.000 Euro dafür, dass der eine Hochzeit fotografiert. Und der wird gebucht. Aber die Preise in der Schweiz sind ja auch höher, oder? Sind auch wesentlich höher, aber 8.000 Euro für einen Fotograf ist schon holla die Waldfee. Also das ist schon wirklich happig, ja, sehr gut. Schnellfragerunde. Ich möchte gerne, dass du einfach die folgenden Sätze ergänzt. Bist du bereit? Ja. Deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? An das Brautpaar denken oder an die Kunden denken. Hochwertige Aufnahmen machen und nett sein. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Oh, hoffentlich. Ich warte so auf die Alpha 7S 3, ne? Also hoffentlich, was mir jetzt an meiner Kamera fehlt, ist ein Touchscreen, mit dem man fokussieren könnte. Und dann fehlt mir noch vielleicht noch ein zweiter Slot für die Karte, für die Speicherkarte. Und mir fehlt genau Slow Motion in 4K. Das hätte ich auch gerne. Dein Lieblingsbuch ist? Ich würde sagen, das Buch von Daniel Kahneman, Think Fast, Think Slow. Kennst du das? Also ich kenne das auf Deutsch nicht. Das ist ein Buch, das würde ich jedem empfehlen. Es geht um die Tatsache, wie unser Gehirn uns betrügt. So wie, dass wir keinen Annahmen, wie wir so Annahmen machen, was eigentlich nicht stimmt, weil unser Gehirn für uns schneller entscheidet oder sogar schneller entscheidet, als wir es realisieren. Und deswegen sind die meisten oder sehr viele Annahmen, die wir als wahr annehmen, falsch. Und dieses Buch ist einfach super gut geschrieben und der ist Nobelpreisträger. Und ja, ist einfach super praktisch. Also das lehrt einfach mal keiner Information so blind zu glauben und alles zu wiederfragen und zu denken, ne? Einfach nicht zu schnell zu beurteilen und wirklich Gehirn einzuschalten und zu denken, ob das stimmt und oder nicht. Dein Lieblingszitat ist? Better done than perfect. Das heißt, besser gemacht als perfekt. Es heißt nicht, dass ich jetzt mal keine perfekte Arbeit abliefern möchte. Das ist das, wo, also ich neige eher zu Perfektion und es ist so, dass ich mir stundenlang irgendwas anschauen kann, bevor ich das anfange. Ich überlege mir tausendmal, ich kann einfach, wenn ich irgendwas auswählen muss, irgendwas kaufen, ne, dann muss ich einfach mir alles anschauen, bis ich meine Wahl treffe und manchmal frisst es einfach super viel Zeit und manchmal muss man einfach lernen, eine Entscheidung zu treffen und nicht super lange zu überlegen oder wenn es auch um neue Projekte geht. Es ist, passiert ja oft Leuten so, dass man so denkt, okay, ich muss es perfekt machen, ne? Ich muss es halt, okay, ich weiß nicht, wie es so gut gemacht werden kann und dann prokrastiniert man und es dauert und dauert und dauert und dauert und du machst es nicht, ne? Weil du dir nicht sicher bist, dass es perfekt wird. Und deswegen sage ich mal, better done than perfect. Also am besten einfach mal machen, besser, wenn etwas gemacht wird, als irgendwie im Kopf perfekt, aber nicht gemacht. Sehr cool. Wir sind eigentlich bei der Schnellfragerunde. In 5 Jahren werden Videos? Wenn wir um Hochzeitsvideos sprechen, ein Muss. Dein Vorbild ist? Keins. Ich in 10 Jahren. Sehr cool. Wie kann man dich erreichen? Deine Webseite, Instagram? Ja, meine Webseite ist www.kira-stein.de.
mein Instagram videografin-düsseldorf. Also, wenn ihr mehr von Kira hören wollt, sehen wollt, was sie macht für Videos, ich habe vorher auch schon geguckt, was sie für Videos macht, die sind sehr, sehr schön, kann ich euch nur empfehlen, geht auf ihre Webseite, guckt euch die Videos an und schreibt ihr eine nette Nachricht auf Instagram, nur denn dann, habt ihr ja gehört, kriegt ihr auch die Instagram-Nachrichten, wenn sie was Neues postet, neue Informationen raushaut, die euch eventuell interessieren. Kira, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich möchte keinen Ehekrieg für deinen Mann, deswegen denke ich mal, hören wir jetzt auf. Und nicht, dass der meine Hörner böse Nachrichten schreibt. Und nein, es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht. Und ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir miteinander was machen. Und dann, wir haben vorher schon mal drüber gesprochen, aber was da genau kommen könnte, das verrate ich jetzt noch nicht. Das schauen wir nochmal, ob das zustande kommt. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr für Fragen habt an Kira. Wenn noch irgendwas offen geblieben ist oder so, schreibt es einfach unten rein. Denn auch bei YouTube funktioniert das so. Nur durch Kommentieren und so wird das Video wirklich erfolgreich und macht auch wirklich Sinn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Abonnieren, klicken, Glocke, ihr kennt das. Ciao, bis dann.